Die Entscheidung im Fall Manchester City ist da, liebe Freunde. Was war überhaupt passiert? Manchester City sollte eigentlich 2 Jahre nicht in der Champions League spielen dürfen. Das hatte die UEFA so entschieden. Warum? Sie hatten gegen das Financial Fairplay verstoßen. Sie hatten wohl Gelder des Besitzers, die er in den Verein gesteckt hatte, als Sponsorengelder getarnt quasi. Das war herausgekommen und dementsprechend waren sie bestraft worden mit einer sehr harten Strafe, der bisher härtesten überhaupt. 2 Jahre keine Champions League. Das hätte riesen Auswirkungen gehabt auf den Verein. Stars hätten den Verein verlassen. Messi, den man überlegt hatte zu verpflichten, wäre dann vielleicht nicht gekommen. Vielleicht kommt er auch so nicht, aber das wäre auf jeden Fall ein Handicap gewesen. Ein riesiges Handicap für diesen Club. Aber, liebe Freunde, es gibt ja noch den Internationalen Sportgerichtshof in Kars und der hat jetzt entschieden, denn sie sind dort quasi in Berufung gegangen, haben das angefechtet, das Urteil, und, Freunde der Hammer, Man City hat Recht bekommen. Man City hat Recht bekommen. Die 2 Jahre Champions League-Sperre sind rausgeflogen. Plus sogar die Geldstrafe, die 30 Millionen Euro betragen hatte, wurde auf 10 Millionen runtergesetzt. Ja, Freunde, was soll man dazu denn noch sagen? Was soll man dazu noch sagen? Also Man City kommt mit mehr als einem blauen Auge davon, mit weniger als einem blauen Auge, sorry. Also sie kommen quasi 10 Millionen, das zahlen die aus der Portokasse, ist denen ja scheißegal. Und ja, müssen nicht auf die Champions League verzichten. Das ist natürlich ein Riesenschritt für den Club von Coach Guardiola, der jetzt da weiter bleiben kann. Er hat auch gesagt, er bleibt sowieso, egal was passiert, aber jetzt kann er damit mit Ehre noch weiter bleiben und kann noch die Champions League vielleicht holen, was ja auch ein Ziel ist dort in Manchester City, vielleicht sogar bessere Stars jetzt holen. Aber welcher Topstar würde denn zu Man City wechseln, wenn du 2 Jahre lang keine Champions League spielen kannst? Also das ist jetzt eine Riesenentscheidung für den Verein, das ist ein Riesending. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das sportjuristisch nicht beurteilen, weil dazu fehlt mir die Expertise. Ich finde es halt nur komisch, da hat man einmal sowas durchgezogen gegen einen Club, dieses Financial Fairplay, was auf dem Papier existiert und maximal werden da mal ein paar Geldstrafen verhangen. Wir haben ja alle gesagt, ist ja mal gut, dass mal jemand durchgreift. So. Egal, ob es jetzt Man City trifft oder PSG oder einen anderen Verein, nur dass man einfach mal sagt, ey Leute, ihr könnt da nicht machen, was ihr wollt. So, das war, glaube ich, das, was sich einfach mal viele gewünscht haben, dass man da mal auf den Tisch schaut und sagt, ey Leute, so, wir haben die Regel, wir wenden sie auch an. Jetzt wendet man sie im Endeffekt ja wieder nur so halb an. Also gut, es gibt eine 10 Millionen Geldstrafe, aber die wirkliche Strafe, die wehtut, damit man es eben nicht nochmal tut, die wurde eben rausgenommen. Okay, wie gesagt, mir fehlt da jetzt wirklich die juristische Expertise, um bewerten zu können, ob das fair ist, ob das nicht fair ist. Keine Ahnung, ich kann nur sagen, Man City wird es freuen, für den Verein wird es gut sein und viele Leute, die Traditionalisten, die werden jetzt natürlich enttäuscht sein über die Entscheidung. Was ist denn eure Meinung? Schreibt sie in die Kommentare, ich bin gespannt, Freunde. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.